Hallo miteinander, zu einem neuen Part NHL Trees, nachdem wir im letzten Part gegen Dallas Stars ja zweimal spielen haben müssen und dann auch mehrheitlich wieder verarscht worden sind, spielen wir jetzt gegen Tulsa Oilers. Ein weiteres Team, wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Spielen sicher auch wieder in der ECHL. Schauen wir. Ja, tatsächlich, also die ECHL, ich glaube alle Teams von dort sind. Aber die meisten Teams, die dort sind, kenne ich nicht. Das letzte Mal war es ja sehr ein einfaches Spiel gegen die. Wir gewinnen den Münzwurf. Ja, komm, wir machen ein Store-Limit von 5 mit Money Packs. Lassen wir gerne mal die Standardeinstellung drin. Meine Aufstellung passt auch noch. Yandle, 2-2, Eberle. Und ich denke, nach dem letzten Fight, den wir jetzt hier hatten, wird das jetzt sehr schon wieder sehr ein einfaches Spiel werden, könnte ich mir vorstellen. Allein vom Rating der Gegner her. Weiß nicht mehr, ein paar 43 ist das gewesen. Wo ich so dominiert habe. Aufpassen. Eberle. Ja. Aber wenn ich dann nicht zum Abschluss komme, dann ist dann egal, wie schlecht der Gegner ist. Nein, kein Goal. Wie heißt der? Wir haben es extrem lustige, aber ich komme irgendwie einfach nicht in die Gang. Oh, jetzt haben wir nicht einmal den Goalie umgehauen. Ach, der passt gerade wieder ins Leere. Das ist alles nicht zwingend, das ist alles nicht gefährlich, was ich hier mache. Ja, und dann kassieren wir auch noch ein Goal. Das ist jetzt mal richtig peinlich, was ich hier abliefere. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Game zu tun, da kann das Game überhaupt nichts dafür. Das ist einfach nur sackschwach von mir. Beenden das Drittel ohne Goalerfolg. Drei Schüsse. 46% Passquote. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen Pass spiele, dass er nicht ankommt, ist grösser als dass er ankommt. Katastrophal. Mehr fällt mir da dazu nicht ein. Katastrophal. Boah, und jetzt haben wir auch noch Glück. Und auch die Abwehrleistung ist einfach nur Scheiße. Ja. Und endlich! Endlich können wir mal zwei Pässe an und dann ist der Böck auch gleich drin. Meine Fresse. Und dann wird es auch noch gerade als Wiederholung gezeigt. 1-1. Und gleich 2-1 hinterher. Als wäre irgendwie ein Band gebrochen.
ein Moneypuck. Ich lasse dem Gegner viel zu viel Platz. Ich komme nicht am Puck. Jetzt endlich kann ich wieder mal schieben. Eberle. Drin! 4-1, weil es ein Moneypuck war. Reberle? Nein. Haut über den Puck. Und lag den Breakaway zu, weil einfach meine restlichen Spieler dumm sind. Also die, die einige steuern, verhalten sich oftmals wie ein Hühnerhaufen. Dann haue ich wieder über den Puck. Gut, der Abschnitt ist jetzt deutlich besser gewesen als der erste, aber trotzdem. Ich bin noch bei 51% Passquote da. Das ist einfach nur schlecht. Da habe ich keine weiteren Worte dafür. Das ist einfach nur schlecht. Ja, und dann geht der auch noch rein. 4-2. Obertrickli versucht zu scheitern, natürlich auch. Aber der ist dafür drin. Keith Yandle. Zieht von der blauen Linie ab. La Lancette. Okay. Ich glaube, noch nie habe ich es so verdient, keine 3 Sterne zu holen. Und ich hole trotzdem 3 Sterne. Es war ein absolut Katastrophenmatch. Und ich krieg 3 Sterne. Klar, weil der Gegner halt auch kaum geschossen hat, haben wir schlussendlich halt gleich 6 Goal. Ja, aber. Verstehen Sie, da machst du einen super Match, da zeigst du extrem geile Moves und so. Scorest auch und dann kriegst du 2 Sterne. Einfach weil der Gegner ein paar Schüsse mehr hergekriegt hat. Dabei ist es fast nicht möglich, um wirklich alle Schüsse zu verhindern, weil man ja nur einen Spieler steuern kann. Also, ziemlich random, ob man da 3 Sterne holt oder nicht. Ja, no. Jetzt in dem Spiel haben wir die 3 Sterne geholt. Völlig unverdient zwar, aber. Ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir haben jetzt 20 von 34 Spielen hier abgeschlossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.